Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vaporum für die Nintendo Switch. Und es freut mich ja, dass einige gesagt haben, sie würden uns ganz gerne weiterschauen. Deswegen gehen wir auch direkt weiter. Wir sind ein Level aufgestiegen und befinden uns jetzt sozusagen bei der Treppe. Also, ja, mal schauen. Wir gehen mal hoch und gucken mal, wie es weitergeht, okay? Ich bin gespannt. So, ich lasse das Logo mal weg hier bei dem Spiel, weil das wirklich nervt. Ihr könnt überhaupt nicht unten das Inventar sehen und so. Deswegen gehen wir weiter. Ach, guck mal, wird geladen. Perfekt für euch, dass ihr gleich mitgucken könnt, wie auch ein Level geladen wird. Wie lange es dauert und wie ich die Zeit überbrücke, indem ich hier einen Schluck Wasser trinke. Warte. Ah, frisches Wasser. Härtegrad 0,2. Sehr lecker. Los geht's. Tut, tut. I've no idea what this monster I'm inside of is. Although I feel a little safer in the exo-rig that I found, I have a suspicion there are a lot more surprises waiting for me. The weird blue substance I found in the capacitor seems to charge the rig and upgrade its function. But I still need more information. Maybe I'll figure out what the hell this place is about as well. Okay. Boah, er ist auch nicht ganz so sicher. Pass auf, wir gehen mal auf unsere andere Waffe. Bei jedem Schritt kann ich ein Gegner sein. Wir speichern mal kurz. Speichern, das kann man oft vergessen. Muss man echt aufpassen. Okay, es geht nur nach rechts. Okay. Wasserwerke. Ah. Alter, mal von links. So. Und beide in Säckchen fallen gelassen. Oh, das ist natürlich gut. Können wir gebrauchen. Und hier drin? Nee, perfekt. Ein Stück. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen uns daran denken, dass wir noch die Geheimwaffe haben. Bei mehreren Gegnern können wir die auch ruhig mal einsetzen. Dauert zwar ein bisschen, bis sie wieder auflädt. Aber, oh, ich sehe eine Kiste. Nicht übersehen, die Kiste. Und hier. Energiezelle stellt über Zeit Energie wieder her. 10 Sekunden Dauer. 5 oder. Okay, wir verbrauchen den Gegenstand nicht, den können wir ja. Vielleicht brauchen wir irgendwann nochmal. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Hier rein. Das wird wieder gepumpt. Speichern. Hier sind zwei Pumpen. So. Munition. Also langsam sammeln wir ein bisschen Munition, was natürlich sehr gut ist. So. Oh, ist hier? Oh, ist noch beides mit. Was ist das? Einmal die versteckte Knöpfe. Es gibt versteckte Knöpfe und andere interaktive Elemente, die geheime Bereiche offenbaren. Interaktion mit versteckten Knöpfen. Halte ZR und benutze L, um den Knopf manuell mit dem Cursor anzuwählen. Okay. Wollen wir gucken, ob wir die finden. Was interessiert uns noch nicht. Wollen wir mal kurz gucken, mal, was das bitte sehr hier war. Also, wir haben. Das ist ein stumpfer Gegenstand. Das war 14 Schaden. 5 Schaden mechanischen Gegnern ist natürlich mehr als unser rostiger Dolch. 0,3 Sekunden für die Angriffszeit und 1,6 zur Abklingzeit. Okay. Was ist da mit dem Schwert hier? 14 Schaden. Das ist natürlich eher. Zack. Wieder reinlegen, ne? So. Ich habe einen verborgenen Korridor gefunden, der perfekte Ort, um meinen wertvollen Panzertacker zu verstecken. Hier in Arx gilt ein striktes Waffenverbot für uns gewöhnliche Individuen. Aber keiner würde es wagen, einem Baryton eine Waffe abzunehmen. Mein Vater hat sie mir gegeben. Und der bekam sie von seinem Vater. Und der von seinem. Und so weiter. Ein Familienerbstück. Wir Barytons kümmern uns schon immer lieber selbst um unsere Sicherheit. Wenn ich doch nur nicht die Schraube bei der Wandhalterung verbogen hätte. Ich hoffe nur, dass es keiner merkt. Ach, guck mal. Geheimnis entdeckt. Okay.
Wieder eine Waffe. Eine andere Waffe, ne? Wir hatten diese Waffe vorher, die macht 20 Schaden. Und die hier macht... Panzer, der macht 25 Schaden. Okay. Was macht denn unsere Waffe hier drüben für Schaden? Macht 38, natürlich noch besser, aber diese kann auch anders sein. Buhnen durchdringen Gegner und richten Schaden an allen Gegnern in der geraden Linie an. Das ist natürlich sehr cool. Setzen wir gleich mal hier rauf. Oh, ach. Wieder reinlegen, das ist mir schon blöd. So. Drücke X, um diesen Gegenstand zu entfernen. Aber wir müssen gucken. Atlingzeit 4,5 Sekunden und die haben schon, das ist schon besser, ne? Natürlich mehr Schaden anrichten, wenn wir schneller schießen können. So, oh, mach erstmal hier rüber zurück. Hier geht's weiter, ne? So, unsere Karte. Ja. Aha, speichern nochmal. Alter. Mehr. So. Und wieder ein. Die sammeln wir mal ein bisschen. Wer weiß, wann wir irgendwann mal in Birdolie sind und das Ding wirklich ordentlich benutzen müssen. Hier geht's auf jeden Fall rein. Warte mal, hier brauchen wir schon einen Schlüssel, ne? Rostiger Schlüssel brauchen wir. Okay, pass auf. Rostiger Schlüssel ist gut zu wissen. Eben. So, nicht, dass wir uns nachher verlaufen und das nicht finden. Kommen wir nicht durch. Hier geht's weiter, ne? Eine Bodenplatte. So. Okay, nichts. Gut, also wir brauchen irgendwas, wo wir da was drauflegen können. Wahrscheinlich hier ein Knopf. Hä? So schnell kommen wir da gar nicht rein, oder? Okay, so schnell geht's doch. That was kinda close. Genau, so. Okay, dann haben wir einen rostigen Schlüssel und nochmal ein Set zum Reparieren. Sehr gut. Gut. Kommen wir hier nicht weiter, denn wir wissen ja, der rostige Schlüssel war hier hinten. So, wo ist der Schlüssel? Dort ist der Schlüssel. Zack. Ja, muss immer dran denken zu speichern, das ist wirklich... Mist. Oh, ist nicht runtergefallen, der Sack. Natürlich schade. Im Wasser kriegen wir den nicht mehr raus. Ärgerlich, naja. Werden? Hm. Das scheinen die Wasserwerke zu sein hier. Da leuchtet irgendwas grün. There's a way to raise the water level. Also anfassen darf man es nicht. Okay, wir müssen den Wasserstand erhöhen. Wo wir das machen können. Durchgehen. Ey, ja, das ist aber auch ganz schön. Das ist aber auch mal ein ganz schönes Labyrinth hier. Okay, da kommen wir nicht ran. Da nicht so rankommen können. Da müssen wir das Ding auf jeden Fall hochgeholt. Aber wofür das genau gut ist. Okay, der schießt auf mich, okay. Aber wofür macht er das grün, ist die Frage. Ah, okay, man muss die
Muss in einer bestimmten Zeit alle gleichzeitig schaffen. Dann geht das. Sonst funktioniert das nicht. Gut, gut zu wissen. So. Zeit, mal sein Reparationsset zu benutzen. Würde ich sagen. Nicht ganz so hilflos dastehen. Oh, speichern wir erstmal gleich, wenn es voll ist, ne? Das macht nicht so viel Sinn. Behaupte ich mal. So. Hier ist drin. Hier. Ui. Was ist das denn alles? Nehmen wir das mal mit. Okay, das ist was zum Drauflegen, klar. Lassen wir mal die Waffen angucken. 38 Schaden. 4,5. 30 Schaden, 4. 32 Schaden. Braucht aber auch eine. Ah, aber Zweihand, ne? Zweihand haben wir noch nicht ausgerüstet. Was ist das hier? Erhöht die Nahkampfgeschwindigkeit für eine begrenzte Zeit. 3 Sekunden Dauer. Okay. Eine Sekunde Abklingzeit. 16 Sekunden Abklingzeit. Gut. Naja, gut. Hier ist noch ein Abspielgerät. Machen wir mal anhören. Such fond memories of my study years. The Bureau had granted me a scholarship, which I gladly repaid by pledging to work in the Arx Vaporum for a 7-year term. My dreams came true. When I first arrived on Capital Island, coming from my home at Garion Islet, the astonishing sight of the labs, workshops, and all the machinery took me by storm. It was like Christmas trees covered with shiny cogs instead of balls and ornaments. It was heaven. Lots of folks grumble at the Bureau nowadays for silencing the critics and abusing power, supposedly. In my eyes, the Bureau is doing it right. Technology, order, and science should all be at the heart of society. I am where I am today, amidst the pioneers of the world, only thanks to the Supreme Bureau. Okay, er ist anscheinend ein Fanboy von der Firma hier, merkt man. What a nerd. Genau, das stimmt. So. So, müssen wir mal kurz für die Karte gucken hier. Da geht's noch weiter, okay. Speicher mal. Da ist irgendwas Feuermäßiges hin. Na gut. Können wir vielleicht mit unserem Backenstein, wollte ich sagen, was machen? Dumm. Also das kann ich besser bekommen. Dann machen wir von hier. Pass auf. Wenn ich direkt hier hinlegen. Hab schon. Warte mal, dann müssen wir es anders machen. Aufheben. Dann eventuell den direkt hier drauflegen. Pass auf. Wenn wir nicht hinten drauf gehen, dürfte eigentlich nichts mehr passieren, ne? Okay. Speichern. Soll ich Stein wieder mitnehmen? Nur nicht, ne? Da haben wir den. Mal speichern. Okay, hier ist die gleiche Schose, wo wir den Stein mitgenommen haben, das hat jetzt nicht geklappt. Zack. Ja. Hier ist genau andersrum wahrscheinlich. Sachen. Müssen wir mal gucken, was das ist hier. Was ist das denn? Normaler Zielstabilisator erhält für eine kurze Zeit Genauigkeit mit Distanzwaffen. Okay. Brauchen wir jetzt, können wir jetzt aber nicht mehr einbauen. Wir müssen erstmal hier die Dinger freischalten. So. Wir müssen erstmal freischalten wieder. Ja,
kann man die freischalten. Platz gesperrt. Investiere Schaltkreispunkte in die Schaltkreise. Okay. Müssen wir uns mal gucken, ob wir noch so einen Punkt freischalten können irgendwo. Jetzt gerade nicht, aber später auf jeden Fall. Hey, das ist auch ein fettes Labyrinth, oder? Von da gekommen? Von da gekommen. Wir waren hier noch gar nicht, ne? Okay, also wo gehen wir längs? Jetzt mal hier längs. Okay, hier braucht man einen silbernen Schlüssel. Warte, dann machen wir das gleich direkt hier hin. Silbernes Schloss. Warte. Ah, guck mal, hier ist der erste Hahn. Wahrscheinlich, um das Wasser steigen zu lassen. Yes! Sehr gut. Die eine Hälfte haben wir. Oh. Oh. Okay, warte. Ah, okay, so geht's auch. So. Oh. Warte, müssen glaube ich erstmal den platt machen. Gott sei Dank sind sie so langsam. Mann. Oh. Mann. Ist doch gar nicht. Los, komm. So. Level up. Was nehmen? Ach, Kugeln. Na gut. Was gibt es hier drüben? Ein Schaltkreispunkt auch noch. Perfekt. Munition haben wir auch genug. Wir haben langsam recht viel. Wir müssen nur gucken, was wir irgendwas nachher loswerden. Ich weiß nicht, ob wir das verkaufen können wir hier wahrscheinlich nichts. Ich glaube nicht, dass wir einen Händler treffen. Aber sag niemals nie, ne? Sag niemals nie. So, lass uns mal den Schaltkreis angucken. So, wir können ja auch gucken. Wir können ja Gewehre, Beidhändigkeit ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Was passiert denn, was ist bei den Klingenwaffen, wie es dann weitergeht? Da brauchen wir... Da brauchen wir... Wie viele Punkte brauchen wir dafür? Benötigt Level 4. Okay, den haben wir noch nicht. Aber wir können dann... Oh, warte mal. Man könnte ja trotzdem mal sagen, dass wir... Wie hieß denn das jetzt da? Das Gespräch investiere in den Schaltkreise Trauma und Wissen, um ihn freizuschalten. Okay, machen wir. Pass auf. Wir investieren auf jeden Fall was da rein jetzt. Erstmal in den Traumakatalysator. Gibt es der? Jeder Rang erhöht den Aufladern von Gadgets. Das ist natürlich ganz cool. Und unten? Jeder erhöht die Energieregeneration. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann machen wir erstmal hier oben. So. Aufladetempo. Plus zwei Techniken haben wir auch bekommen. Perfekt. Erledigen. So. Mehr haben wir leider nicht. Ist auch nicht schlimm. Aber... Den brauchen müssen wir noch was irgendwas reinmachen wahrscheinlich, damit das irgendwie... Ja, okay. So, wir können auch hier verschiedene Sets benutzen, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier ist plus zwei Gefecht, könnten wir ja auch sagen. Zum Beispiel den. Bei der Waffe hier benutzen, geht das auch? Warte, du sollst nicht rausnehmen. Das geht anscheinend nicht. Man kann es ja nur mit den Waffen machen, ne? Okay, dann ist es doch egal. Ich dachte, man könnte vielleicht auch die Rüstung tauschen. Aber es geht wirklich nur um die Waffen. Schade, sonst hätte ich hier eine andere Rüstung benutzt.
Aber egal. So. Wo müssen wir jetzt hin? Frage. Da sind wir durch. Mal durchgehen. Da waren wir schon, das ist das Ding. Ja, schön. Habe ich verplant, oder? Den haben wir, den Silberschlüssel. Zack. Gut. Mal hier an. Gehen wir erstmal hier weiter raus, weiter. Hier weiter. So. Ja, ich glaube, mir ist das bekannt vor. Ich wollte sagen, das kommt mir so bekannt vor, weil wir hier schon waren. So, dann gehen wir zurück. Ne, warte mal. Doch. Ist richtig. So, hier links. Und hier werden wir die Tür benutzen. Genau. Der Wasserpegel ist ja erhöht worden, wie man sieht. Aber wir müssen noch weiter erhöhen, um diese Brücke hier, damit wir rüberkommen. Das heißt, wir sind von da gekommen. Jetzt versuchen wir diesen Bereich hier zu erkunden. Ah, verdammt, Axt. Ah. Blöde Penner. Bisschen schneller hauen. So, ein bisschen schneller hauen ist auch nicht schlecht, ne? Wir Schlüssel. Welchen brauchen wir hier? I need a key. Mumium-Schlüssel, okay. Dann muss man hier rein in die Karte, dass wir auch wissen, was hier wir brauchen. Mumium-Schloss, okay. Hier finden wir noch einen, man weiß es nicht. Dann gehen wir hier weiter. Ah, okay. Na, kommt. Kugeln. Warte. Was passiert, wenn ich hier rauftritt? Ist da jemand? Okay, warte. Nein! Ah, verdammt. Okay. Oh, shit. Aber gut, dass wir gespeichert haben. Direkt wieder am letzten Punkt anfangen. Okay, das wird ein bisschen gucken. Er schießt, dann können wir laufen. Okay, pass auf. Nein. Ah, scheiße. Halten wir uns mal kurz. Ich hätte aber auch nur laufen können, ne? Mal ausweichen, laufen, einmal ausweichen, laufen. Na gut. Wieder. Was ist denn hier für ein Typ? Wahrscheinlich nur mit dem Schaltkreis, aber mit dem alten Rätsellauf. Und hier wieder, ne? Oh. Du kannst jeden benötigten Gegenstand auf den Boden verlassen oder ihn in die Ferne werfen. Ah, okay, pass auf, was machen wir mal? Zack. Okay, brachte gar nichts. Ah, naja, wir wollten es nochmal getestet haben. Okay,
Dann können wir auch hier nochmal gucken, ob das klappt. Einmal wurden wir getroffen, was soll's. So. Okay, also er sagte mir, ich kann jeden Gegenstand werfen, ne? Okay, guck mal, wenn man nach da geguckt hätte, man es wahrscheinlich besser gesehen. Werfen wir hier noch was hin? Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem einmal aufladen. Dann holen wir den Backstein. Jetzt macht es auch Sinn, ne? Guck. Funktioniert doch. Ein Schlüssel und ein Thomann-Gerät. Und eine Kiste. Ausgelöstes Objekt. Können wir hier lassen. Aber den guten Helm nehmen wir mit. So. Hier lassen wir hier die Handschuhe. Mal. Wir müssen gucken. Da geht's nicht weiter. Geht's wirklich nicht weiter, ne? Nee, da kommen wir nicht rüber. Also ist egal. Also geht's dann in diese Richtung weiter. Hier brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Haben wir den Schlüssel? Wenn wir dieses andere Schloss nochmal finden, wo war denn das? Ja. Ah. Ist nicht so weit. Ja. So. I need a key. Hey, sorry. Oh, habe ich den falschen Schlüssel gehabt? Was ist denn das für einer? Ein Goldschlüssel. Oh, okay. Da war ich, das war mein Fehler. War ich verkehrt. Okay, müssen wir gucken. Wo gehen wir? Da kommen wir nicht durch. In die Richtung. Hier nochmal. Wo müssen wir hier? Wo längs? Ja, aber hier ist kein Schlüsselloch. Ich ist verkehrt. Nee. Warte. Irgendwas gesehen? Nicht. Der Schlüssel noch hier. Ist auch nichts, ne? Dass ich irgendwas gesehen habe? Nee, ich glaube nicht. Okay. Da geht's wieder raus. Also ich glaube, wir müssen hier definitiv weiter. Aber wohin? Da kommen wir wieder dahin. Was war denn hier für ein Schlüssel? Noch aufgemacht, ne? Ja, silbernes Schloss. Rostiges Schloss. Hier ging es auch nicht weiter. Da ist noch eine Tür, ne? Hat die Tür gar nicht benutzt. Gucken wir mal. Ach so, mal haben wir immer die Tür übersehen hier. Guck mal hier, hab ich gar nicht gesehen. Da können wir schon unseren goldenen Schlüssel benutzen. Ja, perfekt. Hab ich echt nicht gesehen, das war ja schlecht. Das Ding ist hart. So. Lass uns einmal einsetzen hier. Oh, nagt an unserer Gesundheit. Was klappt denn? So, wofür ist dieser Knopf hier? Gar nichts. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das Ding auch erstmal benutzen. Und jetzt geht das? Sehr gut. Da kommen wir nicht rüber. Da müssen wir erst wieder irgendwas schließen. Nicht so rein. Und hier kommen wir auch nicht einfach rein.
Warum nicht? Hier versuchen. Ach, guck mal hier. Was ist denn alles da? Ein Fessel in Flammen wird in einer Linie getroffen. Der Gegner werden Schaden zufügen und sie werden in Brand gesetzt. Oh, das nehmen wir. Auf das setzen wir jetzt direkt hier hin. Cool. Doch, mach mal so. Wird besser. Nein, du sollst. Ach Mann. Ich will dich ja nicht wegschmeißen. Ich will dich auch bei mir halten. So. Was ist hier denn drin? Brennt das Ziel. Das ist an seiner unbedingten Verbindung Schaden über Zeit. Gegner, die viel Ziele in Brand stecken können, sind deshalb gegen Brandeffekte resistent. Okay, das haben wir gedacht. Hat auch Sinn. Diesen Knopf. Shit, ich habe mich gespeichert, ne? Ich hatte nicht gespeichert. Warte mal. War nicht so schlimm. Trotzdem war es natürlich dumm. So, alles mitnehmen. Tauschen wir nochmal aus hier schnell. So, hier. Mal gucken hier, ne? Zack. Robert mit der Band scheint ganz in Ordnung zu sein. Er hat einen guten Sinn für Humor, aber ich darf ihn nicht zu nah an mich ranlassen. Ich darf niemand an mich ranlassen, nachdem ich meine Seelenverwandte Lisa verloren habe. Sie war das Licht meines Lebens, aber sie musste ihre Nase zu tief in Fomium-Schorschen stecken. Ich hatte sie davor gewarnt, doch sie wollte nicht auf mich hören. Und jetzt? Ich habe mich mit der Arbeit hingegeben. Der Arbeit nichts anderem. Das lenkt mich ab und hält mich vom Ärger. Ab. Gut. Also, wir müssen da hin. Was ein Loch. Ja, du machst das Loch da auf. Warte mal. Was steht denn da genau? So schnell kann man auch gar nicht sein. Muss ich ja wieder Blitz sein. Kann ich irgendwie verkehrt machen. So. Das kann man schaffen, okay. Muss nur schnell sein. Jetzt nochmal. Speichere nochmal kurz. Man kann es schaffen, man muss bloß flink sein. Und zwar so. Ah, man muss wirklich schnell sein, alter Schwede. Oh ne, wie soll man denn so schnell? Kann man gar nicht sein. Oh nein, wollte ich einfach das Scheiß benutzen. Das hier wollte ich gar nicht benutzen. Na gut. Haben wir irgendwas bekommen, was wir gebrauchen können? Was eigentlich schneller macht? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö. Scheiße. Hm. Das war sehr knapp, aber es klappt. Okay. Mal kurz. Verrückt, oder? Also wirklich in letzter Sekunde kommt man dann da rein. Oh! Ein Schwein. Ein Schwanzloch. Da brennt er ja so ein bisschen. Scheiße. Mist. Ein ekliges Viech, du. Ein widerliches Viech. Ich bin mit Säure vollgekotzt, die Sau. Mann, Mann, Mann. Kamin oder sowas, ne? Gleichen. Erstmal hier. Oh, guck mal, eine Kiste. Über keinen Platz mehr. Aber pass auf, wir brauchen alles. Können wir nicht mitnehmen. Aber wir können auch ein bisschen was fallen lassen, oder?
Hier, diese ganzen Zettel, brauchen wir die? Was war das andere da unten jetzt? Dann hier. Erhalte einen gewaltigen Bonus auf Widerstände, wodurch du weniger Schaden durch Bluten, Schock oder Feuer erhältst. Ist auch nicht verkehrt, ne? Ah, müssen wir mal gucken. Können wir jetzt nicht nutzen? Nutzen wir bestimmt nochmal, aber nicht jetzt. So. Und nicht durch, wa? Irgendwas? Ne. Ist das ein Geheimweg jetzt oder so? Ah, guck mal hier. Das dritte Rad, das zweite Rad. Jetzt müsste die Brücke oben sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter. Wahrscheinlich eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Und zwar direkt dahin, wo wir hin sollen. Perfekt. Wir da rüber gehen. Wir speichern trotzdem mal vor. Gehen wir mal rüber. Nicht rüber. Noch irgendwas mal gesehen habe. Kann ich nichts anderes machen, oder? Okay, es ist oben. Wir kommen trotzdem nicht rüber. Wieso nicht? Werfen wir wieder auch nicht, ne? Ne. Gibt's hier? Ne. Okay. So richtig helfen tut uns das jetzt auch nicht. Bekommen, ne? Ein Seil, warte mal. Ein Seil bekommen. Kann ein Seil was machen? Okay. That should do it. Okay, baut er sich mal kurz eine kleine eigene Brücke. Nicht schlecht. So, hier ist meine Kiste. Machen wir auf. Nehmen wir alles mit. Und? Hier drüben. Ein Schalter und Schloss. Ja, das Ding benutzen hier. Was sollen wir da machen? I need a key. Ein rostiger Schlüssel. Okay. Das müssen wir nochmal eintragen hier. Hier links. Mist. Mann. So. Oh, haut schon ganz gut rein, die Viecher. Aus diesen Dingern herausgekrochen oder so. Weiß es nicht. Okay, warte mal.
Oh. Was? Wir sind da. Du Scheiße. Das nicht schaffen. Okay, man hat es geschafft, aber auf eine bescheuerte Art. Okay, warte mal. Wir speichern mal. Okay, ordentlich was. Und was da oben ist, ein rostiger Schlüssel oder was ist? Ja, okay. Ist schon wieder so eine Scheiße da? Oh Mann. Okay. Wir müssen uns ein bisschen heilen, sonst wird das nichts. Okay, so geht's auch. So, der rostige Schlüssel. Rostige Schlüssel noch mal nicht. Was war das Ding denn? Ach, scheiße. Blöden Viecher da. Na gut. Da kommt keins mehr raus. Wo war denn nochmal das Schlüsselloch da? Unten, okay. So. Also Schlüssel. Die unten benutzen. Okay, speichern wir mal. Und die nächste Etage hier oder was? Oh, wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh. Okay, das wird ja so. Oh Mist. No. Ah, verdammt. Da kommt ja noch andere Gegner, ne? Ja, super. Hm. Oh, okay. Okay, okay, okay. Das ist schon nicht ohne. Wir müssen uns besser vorbereiten. Und zwar müssen wir einmal unser Leben aufladen. Brandbombe haben wir da. Und Elektroschocker können wir auch benutzen. Sollen wir vielleicht beides benutzen? Pass mal auf, das machen wir. Wir gehen mal hier rein. Holen uns den Elektroschocker.
in den hier drüben rein. Genau, das machen wir jetzt. Die auch mal auffüllen. So. Und dann würde ich sagen, ups, achso, warte, müssen wir hier reinlegen wieder. Dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Speicher noch einmal. Und unsere Waffe. Oh, now this is bad. Oh, Mist. Ah. Okay, das war wirklich dumm. Eigentlich wollte ich gar nicht da reinrennen. Ich wollte eigentlich das anders machen. Okay, wir müssen nochmal versuchen. Oh, now this is bad. So, raus hier. So, der ist weg. Mit dem Fetten da, ne? Ist auch so platt kriegen irgendwie, oder? Na, ah, okay, das ist doch dumm. Mal vorabhauen können. Mal so kriegen wir ihn, glaube ich. Jetzt macht er nichts. Yes! Du blöder Penner. There's no way that was human. Und what was it? I'm not sure of anything now. Okay. Puh. Gut. Sehr gut. Das war ein bisschen härter als gedacht. Und ich würde sagen, es geht in die nächste Etage. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Das war wieder eine lange Folge. Ich versuche die mal das nächste Mal zu kürzen oder kleiner zu machen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.